Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen kleinen Special-Video. Ja, es ist heute natürlich nicht Sonntag, es ist Montag. Aber wie ihr es vielleicht schon hört, es läuft hier eine kleine Klimaanlage. Nicht für mich, leider nicht, aber für die Tiere. Kurz zur Erklärung, Dachgeschosswohnung. Altes Haus, beschissen isoliert, gleich Sauna 2.0. Als ich vorhin wieder in die Wohnung kam, war mein Taiwan-Mi-Becken kurz vor 30 Grad. Trotz zwei Pumpen. Was habe ich gemacht? Das schauen wir uns jetzt an. So, meine Lieben, das habe ich gemacht. In weiser, weiser Voraussicht habe ich im Winter ein Schnäppchen gemacht. Und zwar den Dennerle Airkühler. Echo Cool Air Automatik Nano. Mir besorgt und hier seht ihr ihn im Einsatz. Funktioniert ganz normal mit so einem Temperaturfühler, beziehungsweise ja, Temperaturfühler, wie eigentlich auch an den normalen Thermometern hier angeschlossen wird und wird dann dementsprechend die Temperatur so einstellen. Der schaltet sich automatisch ab, wenn wir eine ideale Beckentemperatur wieder erreicht haben. So, wir sind mittlerweile von knapp 28 Grad runter auf 24,7. Obwohl hier eigentlich zwei Filter laufen und eine gute Oberflächenströmung ist, sprich Verdunstungskälte eigentlich entstehen sollte. Nach diesem Prinzip arbeitet diese Klimaanlage oder dieser Dennerle Cool Air Echo auch, beziehungsweise er bläst hier oben. Könnt ihr das irgendwie sehen? Hier oben an der Kante bläst er Luft auf die Oberfläche und arbeitet auch mit dem Prinzip der Verdunstungskälte. By the way, irgendwie so. So kann ich mir so vorstellen. Ihr hört die Lautstärke. Ich kann ja mal kurz ein bisschen näher rangehen. Es geht. Ich könnte dabei schon pennen, aber erstens ist das Ding furchtbar hässlich. Zweitens mit dem Deckel irgendwie, ja. Für den heutigen Tag soll es reichen. Das Problem ist nur, was ich denn sehe, wenn wir hier rüber gehen. Ich habe leider momentan nur eine Kühlung. Ein Becken, zwei Becken, drei Becken. Und die anderen kennt ihr auch noch. Ja, das heißt, wir müssen hier aufrüsten. Da müssen wir mal schauen. Was interessant ist, das Becken, was näher zur Haustür gelegen ist, hatte die hohen Schwankungen und ich hatte gestern schon die Heizung rausgezogen. Wenn wir hingegen mal in das Becken gucken, was weiter hinten Richtung Wand ist oder Richtung Ecke, sehen wir 23,6. Also gerade hier mal 1 Grad wärmer nur als sonst eingestellt ist. Also das Becken ist bei 22 Grad eingestellt. Deswegen echt komisch und seltsam. Naja, bis jetzt, wie gesagt, ich muss sagen, rucki zucki hat er das hier runtergekühlt, auch nicht zu schnell. Das ist jetzt eine Stunde her. Und ja, vielleicht nur mal so als kleines Input für alle Garnelenzüchter, die in einer Dachgeschosswohnung wohnen. Ja, ihr müsst euch die Dinger anschaffen wahrscheinlich, so wie es aussieht. Ich habe das auch schon mal gesehen mit Eiswürfeln oder so, aber das ist, glaube ich, nicht so cool. Wir können ja mal ganz kurz checken, was mein Thermometer hier sagt, in dem kleinen 10 Liter Cube, da sind wir bei auch 22 Grad. Wenn ich das jetzt richtig lese, 23 Grad. Also wirklich komisch, warum sich gerade dieses Becken aufheizt. Ich wüsste nicht warum. Dahinter sind keine Gerätschaften oder irgendwas. Die Kabel laufen zwar hinten lang, aber da ist nichts irgendwie, was Wärme abgibt. Seltsam auf jeden Fall. Ja, okay Leute, soviel zu diesem kleinen Video. Ich wollte da mal einen kleinen Anstoß geben. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Ansonsten schönen Restmontag euch. Bis dann und ciao, ciao.